Für dich das Beste, geht auf mich, 20 Kronenkorken, du Hornochse. Oh, 20 Kronkorken. Ein Hoch auf den großzügigen Spender. Dafür Okay, Sie verkaufe ich scheinen Geld 20 zu haben. Dosen und so. Also erzähle ich Ihnen alles über Moriarty. Ja. Moriarty ist ein verdammter Bastard, aber auch höllisch paranoid. So paranoid, dass er niemanden an sein Bargeld ranlässt. Jeden Abend nimmt er das, was Gob und Nova verdienen, und schließt es neben seinem Bett in einem Aktenschrank ein. Ich habe den noch nie geklaut. Wo ist der Schlüssel? Er hängt um Collins Hals. Holen Sie ihn sich, wenn Sie können. Warum hast du ihn nicht ausgeraubt? Meine Tage als Dieb sind vorüber. Ich will hier nur sitzen und trinken. Kann ich verstehen. Hört sich risikoreich an. Was ist, wenn er mich schnappt? Er pustet Ihnen wahrscheinlich den Kopf weg. Zumindest, falls Sie nicht schneller ziehen als ein angepisster Cowboy. Das ist ein Test wert. Danke für die Infos, Jericho. Kein Problem. Ich würde was drum geben, die blöde Fresse zu sehen. Wenn ich ihn beklaue oder was? Was gibt's Neues in der Stadt? Denken Sie an meine Worte. Moriarty bewahrt sein Geld direkt neben seinem Bett auf. Okay. Was machen Sie hier? Ich? Ich tue gar nichts. Naja, mal abgesehen davon, dass ich ständig bis Oberkante Unterkiefer voll bin und Moriarty reich mache. In der Stadt bin ich auf jeden Fall der beste Gewehrschütze. Darum kommen alle zum alten Jericho, wenn die Raiders auftauchen. Aber zwischen den Angriffen begnügen sie sich damit, mein Geld zu nehmen und mich nach Hause zu schleppen, wenn ich einen zu viel hatte. Also, wenn das ein alter Raider-Typi ist, der sich nur noch die Kante gibt, dann hätte man den aber auch vom Voice-Acting her ein bisschen überzeugender machen können. So, geh mal weg, echt, oder soll ich die Rübe wegblasen, du Arschkrampe? So in der Richtung. Was weißt du über das Ödland? Was ich darüber weiß, geht sie rein gar nichts an. Stärke, was immer dein Problem ist, ich schlage vor, du legst es ad acta sofort. Ich mach's mal. Nun ja, das habe ich nicht erwartet. Sie sind eine rauflustige kleine Waldflasche, was? Vielleicht lag ich falsch. Sie sind okay. Was wollten Sie wissen? Was weißt du über das Ödland? Ich werde dazu nichts weiter sagen. Sieht nicht so aus, als ob du hierher gehörst. Erzähl mehr von dir. Da Erzähl gibt mir es von dir. nicht viel zu erzählen. Ich habe draußen im Ödland gelebt. Damals war ich ein echter Mistkerl, aber das habe Bist ich du immer alles hinter noch? mir gelassen. Hast du jemals wieder dran, hast du jemals daran gedacht, wieder nach draußen zu gehen? Warte mal kurz, meine Nase, ah, Yuki Yuki. Yuki Yuki Nas. Was? Wohin soll ich zurückkehren? Du musst dich hier draußen in der Wüste doch zu Tode langweilen, Mann. Das habe ich alles hinter mir gelassen. Da draußen gibt es nur Böses. Töten, stehlen, Gewalt. Damit will ich nichts mehr zu tun Meine haben. Zuschauer wollen, dass ich genauso werde. Kannst du mir ein paar Tipps geben? Ja, töten, stehlen, klingt amüsant, was? Ja, also irgendwie vermisse ich es manchmal. Es ist ein freies Leben, finde ich. Ach, ich bin ein verbrauchter alter Raider. Welches Team würde mich schon aufnehmen? Diese Bübchen haben doch überhaupt keinen Respekt. Und du musst rappen lernen, Alter, und dann machst du dicken Flow und vor allen Dingen brauchst du Autotune, Digga. Ne? Heutzutage brauchst du Autotune. So richtig Oldschool-Rap. Scheißendreck, ne? Du brauchst Autotune und du musst das ordentlich quantisieren, verstehst du, Digga? Du solltest mit mir kommen, ich könnte Hilfe gebrauchen. Eine Truppe finden könnte schwierig werden, trotzdem viel Glück. Ja, ich nehme mal das Erste. Nimm's mir nicht krumm, Kindchen, aber du Was? bist nicht gerade der Typ, mit dem ich normalerweise unterwegs bin. Ich habe von Ihnen gehört, kleines Musterkind aus der Vault. Ich glaube kaum, dass wir zueinander passen. Ich glaube, wir passen. Nee, mir gefällt's hier recht gut. Ich habe zwar einige gute Erinnerungen, aber mehr auch nicht. Sinnlos, gute Erinnerungen zu zerstören. Ich glaube, wir passen nicht zusammen, weil normalerweise du nur mit Hinterladern unterwegs bist. Entschuldigung, aber ist so. Er interessiert sich mehr als schließen. Nimm's mir Ach nicht krumm. so. Ich hab. Nee. Okay. Ihr Karma ist zu hoch, um diesen Gefolgsmann zu kriegen. Oh, kann man ändern, wenn er dabei nicht drauf geht.
Ich bin hier, nur für den Fall. Du bist Schizo, ne? Der Typ da hinten, mit dem könnte er sich zusammentun. Der ist nämlich böse. Ja, der ist richtig böse. Wo ist eigentlich die Dame hier, die mir hier auch noch einen Auftrag geben soll? Öffnen Hüttentür. Was ist hier drin? Ich darf da nicht schlafen. Ich darf nichts klauen. Ich würde ja ganz gerne mal versuchen, dem Moriarty seinen Schlüssel zu klauen. Ich habe das noch nie versucht. Also ich weiß, hier hinten ist sein Safe. Lass ein Drink sein. Hier ist genau der richtige Ort dafür. Wenn ich das zumache... Hoffentlich ist es wichtig. Ich warte bin mal. Beschäftigt. Ich mache mal kurz einen Quick Save. Und dann mache ich diesen hier. Beklauen Moriarty. Es war so absolut okay, also Karma haben wir jetzt verloren. Oh, warum juckt meine Nase so? Warte mal. Oh, Alter. So. Wir müssen jetzt nur warten, bis Mori hier raus ist. Dann können wir ihm wenn ich was tun kann, nur raus dann. Seine Asche klauen. Irgendwo hatte der doch hier auch seine... Hä? Oh ja, dieses Terminal. Wo war seine Kohle? Darf's ein Drink sein? Hier ist genau der richtige Ort dafür. Ja, das glaube ich dir irgendwo, irgendwie, irgendwann, aber... nicht jetzt. Ja. Oder war das upstairs? Darf's ein Drink sein? Ich habe keine Ahnung. Ich habe das noch nie gemacht. Den Moriarty beklaut. Knacken Hüttentür. Was bist du für einer? Was darf's denn sein? Ja. Also schlafen dürfen wir hier nicht. Ja. Ich glaube, ich muss mich dann nochmal irgendwie öffnen. Hüttentür. Ja, ich weiß, eines der Zimmer hier, da kann man sich halt es mit Nora bequem machen. Habe ich aber auch noch nie gemacht. Ich bin in diesem Spiel noch Jungfrau. Oder Jungmann. Moriarty. Wo ist dein verkackter Safe? Oder ist das hier das Terminal? Hä? Ja gut, aber wir wollen es erstmal soweit gut sein lassen. Also, reden oder die Kurve kratzen? Kurve kratzen. Aber sag, dass ich nicht mit Fremden reden soll. Kurve kratzen. So, passe mal auf. Wir ziehen wieder in die Welt hinaus. Wir könnten auch mal zum Super-Duper-Markt reisen. Ja. Nein, wir werden jetzt den Super-Duper-Markt nicht weiter looten. Worauf ich jetzt mehr Bock habe... Das ist hier noch ein bisschen durch die Gegend gehen. Denn hier irgendwo in der Nähe sollte es sein, wo wir vorhin rausgekommen sind. Jetzt, da wir hier ja schon so ein ganz klein wenig herumscharwenzelt sind, ich glaube... War das da unten? Oder war es da oben? Ich möchte nicht zu weit darunter. Eigentlich möchte ich vom Wasser wegbleiben wegen der Meyer-Lurks. Die Meere-Lurks haben es mir ganz und gar nicht angetan. Ja, ich möchte jetzt nicht nochmal durch die ganze Kanalisation durch. Das wäre mir jetzt mal ein Anliegen, das nicht zu machen. Wir können auch einfach mal hier oben lang gehen. Ach, das letzte Mal habe ich mich sowas gar nicht getraut, also. Ach, da drüben, das Ödland der Hauptstadt. Hier kommen wir nicht lang. Schade, müssen wir doch da unten irgendwie... wieder dahin, wo wir uns rumgeschossen haben. Da liegen ja auch noch einige
Körper herum. Da sind auch noch eine Menge Raider, aber es wird bald vorbei sein. Das kann ich euch sagen. Ich bin mir da sehr, sehr sicher, dass es bald vorbei sein wird. Da ist irgendeine Hütte. Ich bin jetzt mal ein bisschen wagemutig und gehe hier einfach mal runter. Och, Oma Sparkel. Hier ist so eine alte Oma. So eine junge Oma, meine ich. Hallo, Oma Sparkel. So etwas. Ein Umherziehender hier draußen in Rock Creek. Sie müssen eine sehr wichtige Aufgabe haben, wenn Sie hier draußen herumirren. Es geht mich zwar nichts an, aber wenn Sie Zeit haben und an einem Tauschhandel interessiert sind, können wir uns vielleicht gegenseitig helfen. Ja, das könnte man machen. Es wird bald vorbei sein. Was machen Sie so weit hier draußen? Meine Jungs jagen Lurks. Die haben das beste Fleisch, das man kriegen kann. Es bringt den Magen nicht so durcheinander wie Maulwurfsrattenfleisch. Ganz schön gefährlich, diese Dinger. Die reißen ihnen den Kopf ab, sobald sie sie sehen. Seien Sie hier draußen vorsichtig. Die sind einfach überall. Sie redet von Lurks, aber geschrieben steht da was von Jaguai. Jaguai sind komische Bärenviecher, das weiß ich noch. Ist hier irgendwas im Gange? Vor einiger Zeit kamen ein paar Typen und sagten, dass sie nach einem Wohltäter suchen, der aus einer ihrer Worts gekommen war. Ich habe ihnen gesagt, dass ich so jemanden nicht gesehen habe und habe sie ziehen lassen. Okay. Vielleicht sind sie immer noch hier, wenn sie ihnen helfen möchten. Ich möchte handeln. Das höre ich immer gern. Zeigen Sie mal, was Sie haben. Ich habe wahrscheinlich nicht viel. Wie viel wiegt eigentlich dieser Rocketwerfer? Ja, 8, wenn ich das richtig sehe. Ist ja nicht viel, ne? So, nö, was richtig Gutes hat die hier nicht zu verkaufen, also ich muss mal los. Kommt alle wieder zurück, hört ihr? Wer ihr? Darf ich den Müll mitnehmen? Oma Quieke Mund. So, da haben wir ein Boot. So, erfordert einen Schlüssel. Ja, Oma Sparkels Hütte. Kann man wahrscheinlich auch rein. Ja, nö, also... ich würde mal hier so aus dem öffentlichen Bereich weggehen, Oma Sparkels, weil ansonsten wird es bald vorbei sein. Jaoguai, also... Oh, da ist eine U-Bahn-Station. Alter, jetzt schon? In die Metro? Haben wir da Bock drauf? Es wird bald vorbei sein. Ich mag das gerne. So, wo ist denn diese Ecke? Was ist das hier? Kann man hier rein? Nö. Okay, also ich denke mal, hier ist kein Eingang zu irgendetwas außer zur U-Bahn. Dann gehen wir doch mal in die U-Bahn. Ich habe da jetzt Bock drauf. Arlington Wasteland Metro. Meinetwegen. Hallo. Oh, ja. Aktivieren Bärenfalle. Bärenfalle entschärfen. Ja. Ich habe mir komischerweise an so einer Falle noch nie wehgetan. Seltsam finde ich das. Warte mal. Mach mal Licht hier. So, da haben wir einen Nuka-Cola-Automaten. Noch ein Nuka-Cola-Automat, den man allerdings nicht, wollte gerade sagen, besteigen kann. Spind leer, spind leer, spind. Rücke und ein Schlagring. Das war ein sehr wehrhafter Behinderter. Sieht so aus. Aktenschrank leer, Spind leer, Spind leer. Ja, ich glaube, es spinnt hier. Metro Access Employees Only. Ja. Oh. Erster Hilfekasten. So. Die alten Bücher nehmen wir auch mit. Man weiß ja nie, wofür man die mal gebrauchen kann hier.
Ja, es wird bald vorbei sein. Sag ich doch. Im Gegensatz zu den Raidern lasse ich meinen Worten Taten folgen. Es hörte sich so an, als würde da noch was anderes ankommen. Kronkorken. Ja, so. Also. Ja, was haben wir hier? Courage today, victory tomorrow. Ja, sieht man. Hat gut geklappt. Wie mit allen Systemen. Sie sind zum Untergang verdammt. Eine alte S36 oder ist es schon eine AS400? Nee, ich habe keine Ahnung. So. Lass uns doch mal hier reingehen. Ja. Ich muss dazu sagen, ich laufe diesmal etwas wirrer als das letzte Mal durch die Gegend und mache mehr Chaos. Also das letzte Mal bin ich so geplant Location für Location durchgegangen. Es war einfach vorbildlich und jetzt zuppel ich hier so wild durch die Gegend. Uah! Alter, mach doch nicht sowas. So. Was sehe ich denn da? Schraubenschlüssel. Was? Und ich bin mir immer nicht sicher, ob die Dinge, an die ich mich erinnere, nicht doch aus New Vegas stammen. Und das habe ich nämlich auch durchgespielt. Auch ohne Add-ons. Also es gibt eine Menge zu tun. Ich habe nämlich auch New Vegas jetzt mit Add-ons. Das wird nicht so bald vorbei sein. Wir werden hier eine Menge zu tun haben. Na du? Ich hab doch gesehen, dass sich da was bewegt. So. Bewegt hat. Ja, ich nehme mal mit. Ja, jetzt loote ich mal wieder Schrott, aber das ist vollkommen in Ordnung. Wisst ihr, auch Schrott looten ist mal angesagt. Man kann nicht immer nur das High Grade looten. Kann man zwar, aber wo wäre denn der Spaß? Kronkorken. Jo, so, Spinn ist leer. Da ist noch ein Buch. Ach, es ist doch so wunderschön. Ja, das war dann mal ein wilder Ghoul. Wo geht's denn hier weiter, da? Immer schön vorsichtig, sonst wird es bald vorbei sein. Arlington National Cemetery. Ach du hier sollten wir noch gar nicht sein. Heu der, das ist nee, das ist gar nicht gut. Viel ich weiß, kann es hier recht schnell vorbei sein. Denn wir sind hier schon in einer ziemlichen High-Grade-Gegend. Wo kommt denn die Musik her? Wahrscheinlich irgend so ein ekelhaftes Radio. Nö, das ist die Ambient-Musik. Das verstehe ich. Ha? Na, willst du wohl? 3 Nuka-Cola. Okay. Wie viel haben wir denn schon bereits? 2,5 Stunden inklusive Pause. Das geht sie aus. Ach ja, ich kann reichlich aufnehmen. Genauso wie Minecraft ist auch dieses Spiel sehr sparsam mit dem Festplattenplatz. Ja, das ist sehr, sehr schön. Lass mich mal kurz gucken auf die Karte. So, wir sind jetzt hier Graydish Arlington Cemetery North. Wilhelms Warf. Also das GNR-Gebäudes. Flussanlegeschiff an die Stelle. Rivet City. Ah ja, Rivet City. Minefield. Nö, ich will gar nicht nach Canterbury Commons. Da freue ich mich schon richtig drauf.
Bye-bye.